Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator Classic hier in München Hauptbahnhof auf der Stammstrecke. Gleis 1 habe ich mal gehört. Ja, der Bahnsteig beinhaltet zwar Gleis 1, im Endeffekt sind wir aber auf der freien Strecke, wo wir dort unseren Zug übernommen haben, unsere S2 in Richtung Petershausen. Hier mit dem altbackenen 420, noch nicht mit der neuen LCB drin, auch nicht mehr mit der alten LCB drin, einfach mit der PZB drin. So wie es ihn halt mal auf DTG im Shop gibt und gab. Mal gibt und gab, genau. Ja, Sievers da, so, machen wir hier nochmal Licht an, wundervoll, dann sind wir vorbereitet für den Einsatz. Ja, wir sollten vielleicht noch die Türen öffnen. Abfahrt ist um 48, gut. Ja. Und damit schließen wir sozusagen mit dieser Folge Train Simulator, die ungefähr 30, 35 Minuten geht, schließen wir die Themenwoche München ab. Ich habe dafür auch eine Special Livery genommen, wenn ich das so sagen darf, und zwar die Lackierung in der München Flughafenlinie, denn... Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich glaube, bis Anfang der 90er. Ich wollte es eigentlich davor schon mal nachgucken, als ich dann den ersten Patzer hatte. Ja, habe ich hier jetzt auch wieder. Ich will mit angelegter Bremse losfahren. Das ist irgendwie so ein Tick vor mir, wa? Einmal PCB befreien. Brauchen wir nicht mehr. Wir sind auf der Strecke. Alles gut. Und haben innerhalb von 500 Meter keine 500 Hertz Beeinflussung zu... Oder waren es 300 Meter? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, warten. Ja, da geht's raus auf die Hackerbrücke. Einmal aus diesem wunderschönen Tunnel raus. Der zweite City-Tunnel voll im Bau. Das sieht man ja hier auf dieser Strecke. Hier ist ja die Strecke München-Ingolstadt. Und ich habe die Extended-Version noch München-Nürnberg. Sprich, Ingolstadt-Nürnberg, die Schnellfahrstrecke, die es einmal von GBE gab. Oder GBE gibt. Die habe ich wohlgemerkt auch. Aber ich glaube, ich habe sie nicht mehr installiert. Die hat ja RSSLO dann nochmal eben, also RSSLO hat nochmal seine eigene Version davon gemacht. Ganz wichtig ist hier explizites, exaktes und ich mache es gerade schon komplett falsch, genaues Halten, damit wir den Fahrplan einhalten können. Ich lasse mir schon wieder viel zu viel Zeit, aber okay, wir haben die Türen schon am Anfang zu spät geöffnet. Dann können wir hier auch nochmal ein bisschen Verspätung basteln. Keine Sorge, die fahren wir sowieso relativ schnell wieder raus. Ja, München Airport Line. Ja, München Riem, das war ja mal der Flughafen und damit passt das auch mit der S2 mit München Airport Line. Da, wo ja der Flughafen war, ist mittlerweile ja der UBF. Und wir fahren das Ding hier sozusagen auf den, ja, wie nennt man das, Nordwestast, ja, eigentlich doch, ja, Nordwestast, dann eben nach Petershausen zur Endstation. Kollege, sei grüßt. Oh, hier, go ahead. Eigentlich wären es entweder Mirio oder halt... Ja, diese Leistungen wären eigentlich Merios. Ich habe halt die Flirt 3 genommen, die auch nach... Oh, lasst mich lügen. Go Ahead Bayern. Ja, eigentlich haben die gar keine Flirt 3, ne? Die haben ja nur Merios und diese OHC. Das ist ja eine, glaube ich, fiktive Livery. Oder hat Go Ahead Bayern auch Flirt 3? Ich will das jetzt gar nicht mal so verschreien. Ah! Da müssen wir wohl in die Schnellbremsstellung gehen. Sonst kommen wir nicht mehr rechtzeitig zum Halten. Das Ding bremst relativ schlecht, ich weiß nicht. Wahrscheinlich bremst es auch in Realität so schlecht. Jedenfalls weiß ich, dass die A423 nicht gerade wirklich die beste Bremse ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allem nicht, wenn es bergab geht. A23.
S1 nach Ostbahnhof. Naja, mittlerweile fahren sie ja auch bis Leuchtmeckring, gibt es hier halt nicht als Ziel, ne? Das sind ja die TTB 423. Ui! Der München-Nürnberg-Express noch im alten Kleid. Mit den Eurofima-Wagen. Ne, Intercity-Steuerwagen. Schöne Sache. Ja, präzises Anhalten, das ist hier nämlich gefragt, denn ansonsten machst du Verspätung ohne Ende. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, nicht unbedingt in diesem Video, oder was heißt nicht unbedingt, ihr könnt auch in diesem Video in die Kommentare schreiben. In den anderen Videos, wie hat euch denn diese Themenwoche gefallen? Fandet ihr sie gut? Sagt ihr, die ist ausbesserungsfähig? Ihr hättet gerne mehr Simulator-Abwechslung gewünscht unter der Woche, weil da habe ich ja, glaube ich, nur Omsi und Transim gezeigt. Das war auch das Einzige, was relativ schnell zu produzieren war. Hier die Szenarios für die S-Bahn München, die erstelle ich ja selber. Ich lade ja da auch keine irgendwie vom Railsim-Forum oder aus dem Workshop runter, sondern das ist alles handmade, made by Hand bei mir. Ist das nur Kurzzug? Ja, das ist Kurzzug. Wir müssen hier bis zur Haartafel vorfahren. Was natürlich toll ist, weil dieser Haltepunkt hier, Hirschgarten, in der Steigung liegt. Schon wieder verbremst. Wie war das? Präzises Anhalten ist hier wichtig. Ich mach's gleich mal falsch nach. Bleib mal stehen, komm. Ganz wichtig hier tatsächlich nochmal mit Luft nachbremsen, denn sobald die Türen zugehen, ist es hier tatsächlich, dass die Haltebremse auslöst. Und dann rollt das Ding erstmal rückwärts. Und das dürfen und wollen wir ja nicht. Ach, haben wir jetzt ein bisschen zu früh gehalten. Ist immer witzig, denn ansonsten bin ich immer so in Let's Plays und Streams, dass ich immer den größten Mist baue in Sachen Verbremsen, ne? Und jetzt mittlerweile bremse ich zu früh. Ist auch ganz lustig. Krieg ich echt gut hin. Ich brauche mal so ein Mittelmaß, ne? Einfach mal so ein Mittelmaß. Jetzt sind wir wahrscheinlich am Ende zu schnell. Ah, nee, sieht gut aus. So, 50 am Bahnsteig. 50 am Bahnsteig ist gut mit der Karre. Dann kommst du noch gut an der Vollzug-Karttafel zum Stehen. Auch ein bisschen mit der EP-Bremse spielen. Gut. Sind wir sogar wieder, guckt jetzt mal wieder ein bisschen zu langsam. Witzig, am Anfang immer bei meinen ganzen Probefahrten des Szenarios war ich immer zu schnell, habe ich immer jegliche Haartafel verfehlt, ne? Und jetzt hier im Stream, extra für das Video, zu langsam. Also man muss wirklich sagen, zu langsam, weil wir haben jetzt halt schon knapp eine halbe Minute bzw. eine Minute Verspätung. Mal gucken, ob wir das noch rausgefahren bekommen, sodass wir auch die grünen Häkchen bekommen, weil hier seht ihr ja, habe ich keine vorgegebenen Haltezeiten angegeben, weil ansonsten wäre der Fahrplan auch nicht einhaltbar gewesen. Aber da war ich immer pünktlich und jetzt habe ich jetzt knapp schon eine Minute auf dem Tacho. Bin ich mal gespannt, wie ich dann eben unter Menzing ist dann der erste Halt mit Zeitvorgabe. Aber ihr kennt mich ja, ne?
Vor allem hier bei meinem letzten Video im Train Simulator mit dem Doppelstockwagen. Wir können auch vorplanen. Ne, ich kann auch vorplanen. Aber auch da muss ich einmal analog zur Donnersberger Brücke die Schnellbremsstrecke nutzen, und zwar in Bacharach. Denn ansonsten wäre mir da eiskalt einfach mal am Bahnsteig vorbeigebügelt. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, heute Morgen schon fleißig neu. Ich nehme das Ganze hier auch am Sonntag auf. Also das ist tatsächlich ein Video, das auch am Sonntag, an diesem Sonntag, wo es veröffentlicht wurde, produziert wurde. War ich schon fleißig am Basteln für neue Szenarios, für neue Themenwochen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr die Abwechslung fandet. Ansonsten kommt halt einfach mal wieder überwiegend nichts, nur am Wochenende was oder so, oder unter der Woche mal so spontan ein Video. Auch kein Problem mit. Es wird schon wieder nichts. Das ist nämlich so, bin ich dann eben witzigerweise immer meinen Probefahrten angefahren. Eigentlich können wir jetzt schon in die Schnellbremsstellung gehen, weil das wird so nichts. Und das Ding bremst einfach nicht. Ja, tschüss, Polzugtafel. Schön, dich gesehen zu haben. Mindestens beim Langzug zum Halten kommen, aber das glaube ich auch nicht. Wir werden mit der Spitze ein bisschen rüber hinausfahren. Oder? Ah. Du musst halt den richtigen Bremspunkt finden. Hier ist es eigentlich mehr oder weniger tatsächlich 500 Meter vor Bahnsteig anfangen. Volle Bremsstellung mit der EP-Bremse und dann kriegst du das auch hin. Aber das, was ich mal hier... Ist mal wieder nur Zeit aufholen. Hat er doch ein bisschen Angst, ne? Will er doch seinen grünen Haken haben hier. Okay, erste Harttafelverfehlung hier, tatsächlich. In dem Video, mal gucken, wie viele es werden. Ah, ich bin kein Harttafel-Profi, das ist auch, das habe ich auch schon PTP2 mit einem Kommentar zu spüren bekommen, als ich da S-Bahn im PTP2 gefahren bin, S-Bahn Berlin, ein bisschen in die Stadtbahn immer wieder. Hat mir auch schon jemand mal angemault, kann ich mich noch an einen Kommentar erinnern. Haartafeln sind bei Dinozide oder was, habe ich glaube ich da als Kommentar bekommen. Ja, doch. Kann der Fall sein, dass Haartafeln bei mir eigentlich nur... Sie sind zwar existent, aber ich nehme sie nicht wirklich ernst. Oder ich nehme sie nicht wirklich wahr. Ist immer, du musst dich auch auf jedes Fahrzeug immer wieder einstellen. Und PTP2 war das mit den Bremsen sowieso immer wieder, oder ist das immer wieder sowieso so eine Sache? Ihr seht das auch in meinem letzten Stream, ne? Meinen letzten spontanen Stream mit PTP2. Einfach mal wieder den Simulator rausgekramt, einfach mal wieder gezeigt hier, haha, ich fahre noch, ich fahre noch. Ach komm, Junge. Und tschüss, Vollzugtafel. Naja. Zweite Harttafelverfehlung, oder? Pi mal Daumen Augenmaß, wenn man... Wenn man jetzt beide Augen zudrückt, würde ich sagen, das ist keine Harttafelverfehlung. Oh! Da fährt was vorbei. Ein Ice Train. ICE3. Da ist es, das kleine Schmuckstück. Ach, ich mag die Karre. Muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, wenn du weißt, wann der Bremspunkt ist, EP-Bremse voll rein, weil anders bremst das Ding einfach nicht. Bremspunkt hier am besten, ihr habt es gerade gesehen, 500 Meter vorher reicht eventuell auch nicht wirklich. Ja doch, 500 Meter, 500 bis 600 Meter vorher, vor Bahnsteiganfang. Weil das, was im Hand unten angezeigt wird, ist einmal Bahnsteiganfang. Was ich toll fand eben, witzigerweise bei PTP2, was wieder richtig schön war,
ist, du konntest einfach wieder auf Hektometertafel fahren, sprich eben auf Ebola, und hattest eben dieses ach so tolle hat nicht. Was manchmal gar nicht mal so schlecht ist, weil es einfach mehr Spaß macht irgendwie, weil du halt wirklich dann dich an der Strecke orientieren musst, ne? Auch wenn jetzt die PTP2-Strecken nicht immer zu 99,9% beziehungsweise relativ geringen Wiedererkennungswert haben, da hat der Train Simulator deutlich die Nase vorn in Sachen Wiedererkennungswert, muss ich ehrlich zugeben, hatte er schon seitdem er released wurde und nochmal eben die Projekte PTP2 und Train Simulator bei mir so parallel liefen, ne? So, es gab ja irgendwann einen Umschwung, eine Welle, auf der ich dann eben vom ProTrain Perfect 2 auf Train Simulator gewechselt habe, also auf den Train Simulator gewechselt habe, um die Artikel nicht zu vergessen. Wohlgemerkt, wir waren pünktlich. Schnell habt ihr das gemerkt hier. Wir waren pünktlich. Ich habe ja gesagt, die Verspätung, die fahren wir raus. Das kriegst du auf der Strecke richtig deutlich gut hin. Also. Wie war das mit 50 am Bahnsteig? Rattern wir hier mit 40 am Bahnsteig? Ja, wir sind auch nicht auf die 120 gekommen. Ne? Also wirklich nur bei voller Geschwindigkeit hast du die Problematik, dass der Zug echt schlecht bremst. Oh, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Aber komm, wir haben noch genug Zeit. Das lasse ich jetzt nicht auf mir stecken. Die Leute denken sich auch so, sag mal, fühlen Sie sich verarscht, oder? Wir wollen hier aussteigen. Der zieht noch hier gemütlich vor. Hier, das ist die direkte Bremse. Und die Notbremse steht drauf. Handbremse, EP-Bremse, Führerbremsventil. Angeblich hat das Ding vier Bremssysteme. Ich habe das vierte noch nicht gefunden. Vielleicht könnt ihr mir das mal schreiben. Ich finde das witzig, wie RSSNO einfach mal hier sein Routennetz tatsächlich hier einfach mal aufgestellt hat. Gut, kann man auch stolz drauf sein, ne? Auch weil ich weiß, dass man sich über die Qualität der Strecken streiten kann und ich weiß, dass es auch immer wieder die gleichen oder beziehungsweise man kann sogar sagen, dieselben Gebäude sind ja dieselben Gebäude, dass er dieselben Gebäude nutzt, um eben die Strecke zu schmücken. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich fahre sie gerne. Er baut halt auch lange Strecken. Und auch Strecken, die nicht gerade wirklich so unbefahren sind, ne? Mal rollen lassen. Wir sind gleich sowieso wieder bremsen. Jetzt zum Beispiel. Genau, das war das mit dem kurzen Haartafelabstand.
Karsfeld. Petershausen müsste mal gucken, da haben wir nämlich einen Fehler mit der H-Tafel. Da werde ich ein bisschen über die Vollzug-H-Tafel dann hinausziehen, wenn wir bis dahin überhaupt kommen. Wenn nicht irgendwie, man weiß ja nie, wie dem Train-Simulator seine Gefilde sind, out of memory oder eine Zugkollision, weil auf einmal der Köln-Zug, der die ganze Zeit funktioniert, nicht mehr geladen werden konnte. Also wenn keine Störung im Betriebsablauf kommt, sage ich jetzt mal ganz salopp, dann werdet ihr sehen, dass ich da mal ein bisschen vorziehen werde, weil da passt die H-Tafel nicht. Da hat er sich ein bisschen was gespart, aber das passt nicht so ganz zu der Maße der Züge. Also auch nicht zum 423. Das dann Vollzug halten soll, weil nämlich die letzte Tür tatsächlich noch über dem Bahnsteig hinaussteht. Und das kann nicht sein, dass Eber da in Realität so abgenommen hat, du. Das glaube ich nicht. Ach schön, wenn man denkt, hier ist mein PTP2 vorhin parallel oder gestern parallel dran entlang fahren hier. Schön, schön. Hat auch Spaß gemacht, muss man sagen. Auch wenn ich zwei Zwangsen gehassiert habe. Ah. Muss man nochmal nachholen. Muss man nochmal wiederholen. Dann muss ich nochmal einen Stream anwerfen und dann fahren wir da mal so einen Zug zu Ende. Bis zum Ziel. So, jetzt reichen wir Dachau. Dort zweigt dann die Strecke Richtung Altomünster ab. Da fahren ja die 420 auch noch im Berufsverkehr, beziehungsweise am Tagesdienst des Wochenverkehrs. Wochenendverkehr sind sie ja, so hat man mir mal berichtet, auch ab und zu mal hier auf der S2 in Richtung Petershausen anzutreffen. Ob das natürlich stimmt, alle Angaben ohne Gewähr. Ich glaube, die fahren überwiegend nach Altomünster. Das finde ich halt witzig, das ist halt echt traurig so. Das ist halt das Schöne, was du im PTP2 hast. HP1 mit 80, hier hast du halt HP2 mit 80. Ja. Aber die 80 gelten trotzdem, das ist das Wichtigste, dass auch die Botschaft ankommt. Hier können wir rüber zur Fernbahn fahren. Eigentlich auch mal eine gute Idee. So, erstmal S-Bahn und dann... So, du fährst jetzt aber bis Pfaffenhofen. Kollege, jawohl. Schöne Sache. Auch mit einem richtig schönen Gefährt dabei. Dachau ist die H-Tafel, wohlgemerkt genau hier am Signal. Und wenn man da nicht ganz brav zum Halten kommt, dann blamiere ich mich, weil dann hast du auch tatsächlich das Hauptsignal nicht mehr im Blickfeld. Dann bist du nämlich schon drüber hinaus. Der Bahnsteig ist nämlich zu lang. Also, was heißt zu lang? Der ist halt lang, ne? Wie ihr gerade seht. Aber das Signal steht halt hier vorne. Sind sehr gut in der Zeit. Wir sind sehr, sehr gut in der Zeit. Das gefällt mir. Ach ja, wie gesagt, das macht Spaß, dieses Ding zu fahren, muss man ehrlich sagen. Auch wenn er schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, ein paar viele Jährchen. Und ich glaube 1991, der wurde dann eben witzigerweise der, was heißt witzigerweise, der Münchner Flughafen, wie er heute existiert, im Erdinger Moos eröffnet. Das heißt, bis 1991, nein, nicht Emmersdom.
Möchten Sie die Notfalltelefonnummer von Flughafen München wählen? Nein. So, theoretisch dürfen wir ab jetzt wieder 120 fahren. Ignoriert das hat, das ist ein Fehler. Das erkennt das nicht, dass unser AWB jetzt schon hier geendet hat, am gewöhnlichen Halteplatz. Deswegen werde ich da jetzt mal ein bisschen schneller fahren, als das hat uns vorgibt. Weil das hat sehe ich nicht wirklich als Fahrplan. Das darfst du auch zum Beispiel auf der Strecke, auf der S7, der S-Bahn Wien, der darfst du das auch nicht wahrnehmen, wenn du Richtung Flughafen wärst. Egal ob mit der S7 oder mit dem Railjet, tatsächlich, da sind teilweise so viele Geschwindigkeitswechselfehler drin, das ist teilweise echt traurig. Das tut auch weh. Vor allem, wenn du denkst, du gibst einen Haufen Geld für diese Strecke aus. Für die Strecke, ja gut, war übersichtlich, ne? Aber das waren ja schon ein paar Euro mehr für die Nordbahn Phase 3. München Riem, ach ja, der Flughafen, den habe ich nie erlebt. Ich bin 96er Jahrgang, also wie denn? Elfter Mai 1992. Da ging dann das Erdinger Moos in Betrieb. Franz Josef Strauß. H-Kurzzug, dann kommt hier die H-Vollzug. Wir sind mal wieder ein bisschen zu schnell. Ach komm, ich wollte doch nicht. Sorry, ich wollte nicht in die Notbremsstellung. Nein, 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 nein. Das hätten wir auch ohne Notbremsstellung geschafft. Ich wollte nur auf die 3,5er, auf die Vollbremsstellung. Naja. Das Ding bremst trotzdem nicht sehr viel. Also, das Ding bremst trotzdem nicht gerade wirklich sehr viel mehr. Merkt ihr ja selber. Hui! Der München-Nürnberg-Express in alten Kleid, aber schon in der neuen Taktung des heutigen Tages, nämlich in dem Stundentakt, sonst sind die ja nur alle 2 Stunden gefahren und irgendwann dann im Stundentakt. War immer toll, Fußballsaison. Oh, war das schön, ey Leute, Fußball, ne? Wenn Bayern gespielt hat, dann sich noch in diesem wunderschönen, wunderschönen München-Nürnberg-Express reinquetschen. Überfüllt bis zum geht nicht mehr, sage ich nur. Das waren Zeiten. Gibt's heute wahrscheinlich auch noch, aber ich wohne nicht mehr in Bayern. Deswegen kann ich da auch nichts mehr großartig zu erzählen. Ich weiß, unser Signal geht in Richtung Zeitfahrt. Einfach ignorieren. Einfach jammern lassen. So, Kollege, ich mach zu die Tür. Wir wollen weiterfahren. Tschüss, Herbertshausen, jetzt kommt Röhrmoos. Hier geht die Sonne so langsam wieder unter. Ich wollte noch eine Runde spazieren gehen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ja gut, eigentlich geht das in nur eine halbe Stunde. Dann noch schnell zusammenschneiden und auf YouTube schicken. Das merkt ihr ja gar nicht mehr. Ihr seht das Video ja erst, wenn es released wurde.
Ist echt krass, jetzt hat, ab Dezember diesen Jahres wohne ich 6 Jahre. Sage und schreibe 6 Jahre schon nicht mehr in Bayern. Und irgendwie vermisse ich da nichts. Das ist irgendwie traurig zu sagen, aber nö. München kann man eigentlich über die Simulation in München in und um in München um München und um oh Gott, rund um München herum kann man eigentlich mehr oder weniger schon einen ganzen Monat machen. Ich glaube, selbst da hast du noch nicht. Wobei doch, da kriegst du vielleicht hin, alles abzugrasen. Aber eine Woche habe ich gemerkt, ist für mich doch ganz schön sportlich und ich musste mich echt für eine S-Bahn-Linie entscheiden, die ich dann eben noch abschließend präsentieren will im Train Simulator. Ich meine, wir fahren sie ja trotzdem immer. Das heißt ja nicht, dass jetzt eben aufgrund, dass mal dieses Jahr die Themenwoche in München rum ist, ne, mit meinen Projekten wir dann nie wieder irgendwie eine Train Simulator-Strecke von und nach München gehend tatsächlich fahren. Blödsinn. Also das wird nach wie vor, das ist halt jetzt nur Schwerpunkt diese Woche komplett München, ne? Sodass auch ein bisschen mehr München-Content kommt. Wobei das eigentlich schon sehr, sehr lastig, München-lastig ist, mein Train Simulator-Kanal. Train Simulator-Kanal, schauen wir mal, YouTube-Kanal, sorry. Und ja, in 2 Wochen geht's dann weiter. Also direkt in der Karwoche, zum Start der Karwoche, geht's dann weiter mit der Themenwoche Berlin. Was kommt denn da Feines? Ein Twindex. Twindex. Ja, ein Fake Twindex. Also eigentlich der Frankfurter Twindex, ne? Der zwischen Mannheim und Frankfurt verkehrt. Hier muss er halt mal ein bisschen Ersatzleistung fahren für die 445. Weil es halt den 445 noch nicht im Train Simulator so wirklich gibt. Deswegen fährt hier einfach mal der 446. Mein Gott, man muss sich halt irgendwie zu helfen wissen. Man kann auch nur mit dem fahren, was es halt schon als Railstock oder Rollstock, Rollingstock, wie auch immer man das schon spricht, eben hier für den Train Simulator gibt. Rolling. Yeah, come on, let's roll. Rollingstock. Vier Kirchen.
Hier ist die Harttafel, die Vollzug-Harttafel. Hier gibt es keine Kurzzug-Harttafel. Das hat mich immer so ein bisschen irritiert. Das nehme ich immer als Orientierungspunkt. Aber das hier ist schon die Vollzug-Harttafel. Hier müssen wir halten. Aber das kriegen wir deutlich locker hin. Ich finde es echt traurig. Das ist einfach nur Copy-Paste. Das hab ich auch in Dachau gesehen. Da habe ich auch meinen Kumpel gefragt. Ne? Hier. Ey, warum baut man da einen Abfahranzeiger für die S-Bahn hin, ne? Wo eine S2 Richtung Dachau Bahnhof steht, wenn ich in Dachau Bahnhof stehe? Oder hier zum Beispiel Gleis 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wo ist hier Gleis 2? Jetzt mal doof gefragt, ne? Für Vollidioten. Wo ist hier Gleis 2? Naja. Aber es ist halt einfach nur Copy-Paste. Ansonsten hat man sich ja wirklich. Ja. Wenigstens steht da nicht die S-Bahn Wien drauf, deswegen, ne? Sollte man sich nicht so großartig hochbeschweren. Ach ja, die Themenwoche Wien wird auch ganz cool. Da haben wir ja auch, da muss ich mich ja auch für eine S-Bahn-Linie entscheiden, weil da kann man ja mehr oder weniger auch schon fast alles fahren. Also, es gibt ja fast jetzt halt schon fast alle Strecken. Für Wien. Mit offener Bugklappe. Schäm dich. Immer diese kaputten Züge. Weiß ich noch tatsächlich, wie man mir da mal gesagt hat, hier DB Fernverkehr, der ICE, das Premium-Produkt der Deutschen Bahn. Ich weiß nicht, seitdem ich damit eben täglich zur Arbeit fahren muss, jetzt eben ab nächste Woche Dienstag geht's wieder los, ab da muss ich wieder runter nach Hannover regelmäßig, bis Freitag einschließlich. Ja, seitdem ich damit regelmäßig verkehre, weiß nicht, hat sich da irgendwie meine Meinung von geändert. Ich finde das irgendwie mittlerweile, ich weiß ja nicht. Also ich hatte mittlerweile auch alles, ne? Am Montagmorgen, ne? Ich weiß nicht, ob man das wirklich entschuldigen will. Montagmorgen mit einem Zug, der komplett nach Kotze gerochen hat, mal runter nach Hannover. Und der ist dann noch weiter, der hat den Umlauf noch weiter bis nach Frankfurt gehabt. Und das Witzige ist, mit derselben Garnitur, weil ich dann eben witzigerweise die auch eben dann zum Feierabend erwischt habe, mit derselben Garnitur bin ich dann wieder hoch nach Harburg gefahren. Dann blöderweise bin ich auch noch ein Idiot. Ist einfach am besten, wenn du in Hannover halt eben wirklich ganz, ganz am Ende in der zweiten Klasse einsteigst, ne? Aufgrund dessen, weil da die wenigsten Leute sind, weil halt eben der Auf- und Abgang und halt eben die Unterführung von Hannover Hauptbahnhof relativ zentral ist, macht das Ganze halt Sinn, recht weit vorne oder hinten einzusteigen für die zweite Klasse. Ja, witzigerweise haben wir den Wagen, wo es eben wirklich, da hat wirklich jemand vors WC gekotzt, da hast du noch die Umrandungen gesehen. Ich meine, gut, das kriegst du auch nicht so einfach und schnell weg, klar. Aber schon, weißt du, da kommt dann irgendwie so dieser Glanz des Premium-Produktes. Oder dann auch hatten wir mal einen Zug, da bin ich eingestiegen in Harburg, runter nach Hannover gefahren. Der hat die ganze Zeit auf einem WC die ganze Zeit nach Scheiße gestunken. Ne? Also wirklich, als wäre da irgendwie die ganze Zeit das WC übergelaufen und so. Und du denkst dann auch so, weißt du, da fahren die Leute das erste Mal so mit dem ICE. Unseren Hochgeschwindigkeitszügen, die ja in irgendeiner Art und Weise trotzdem nicht ohne sind. Ne? Also sie haben ja trotzdem ein gutes Bild gemacht und definitiv halten sie den Verkehr heutzutage weiterhin auf dem Laufenden. Ne? Wenn der Fernverkehr großartig größtenteils ausfällt,
Man sieht es ja immer wieder zum Streik der Gewerkschaft der Lokführer oder eben zum Streik eben der EVG, was dann eben, wie gesagt, da falsch drüber hinaus. Das sehe ich nicht ein, weil da hinten steht dann eben witzigerweise meine Zugspitze. Achso, warte mal kurz, das war der Kurzzug. Ha. Ja, also das Ding ist ja nicht wegzudenken, keine Frage. Oder? Passt das? Warte mal. Nee, eben nicht. Oh doch, das... Oho! Ich sag dazu nichts. Ich hab gedacht, das passt nicht. Coole Sache. Ja, und denkst du so, es gibt Leute, die das erste Mal eben witzigerweise mit Fernverkehr fahren, ne? Aber wie willst du die denn damit halten, das Verkehrsmittel zukünftig weiter zu nutzen, wenn du halt eben immer diese Geruchsbelästigung hast, ne? Oder dann auch teilweise eben riesen Kaffeeflecken in den Erste-Klasse-Abteil, als ich mal Erste-Klasse in die Heimat gefahren bin, ne? Und dann auch noch ein Steinschlag oder was weiß ich nicht was, eine zugeklebte Fensterscheibe an der Seite in meinem Abteil, ne? Und das habe ich als Fahrgast erlebt. Und das finde ich irgendwie nicht so cool. So, als Fahrgast sehe ich meine Augen auch seitens des Fahrgastes, ne? So, Leute, das war's. Das war in München, um München und rund um München herum. Das war die Themenwoche München mit einem wunderschönen gebührenden Abschluss des Train Simulators Classic. Ich wünsche euch was. Betriebswiller, 5-mal Geschwindigkeitsüberschritten. Ja, okay, vielleicht ein paar Mal auch unbeabsichtigt. Eigentlich einmal beabsichtigt. Ansonsten ein paar Mal unbeabsichtigt. Naja, waren vielleicht 1 km/h oder so. Es ist auch nicht so schlimm. Zurückgelegt entfernt und 23 Meilen, also 37 Kilometer. Wow, 43 Minuten waren wir unterwegs. Es hat nicht die Aufnahme läuft schon 42 Minuten, dann waren wir nicht 43 Minuten unterwegs. Ich wünsche euch was. Mitten 4:20 durch den Sonntag. Ja, da fehlen natürlich die Apostroph, ne? Ich sag euch. Wünsche euch noch einen schönen Wochenstart, ne? Bis zum nächsten Mal. Denkt dran, es gibt immer wieder Livestreams, es gibt immer wieder Videos hier auf dem Kanal, jetzt auch eben, bis es mit der K-Woche anfängt, mit der Themenwoche Berlin, gibt es davor natürlich auch immer wieder ein bisschen Content. Schaut einfach mal rein, abonniert mich und zur Not, wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt und total an mir hängt, dann bedient doch auch eben witzigerweise diese wunderschöne Abo-Glocke, damit ihr dann auch benachrichtigt werdet. Also Benachrichtigungen aktivieren, Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Am besten gleich zum Anfang, das wäre super. Bis zum nächsten Mal hier auf dieser Welle und tschüss.